Selbstverständlich sind wir ein Paar. Und wir werden hier in Zukunft auch zusammen auf Königsbrunn leben. Und darüber sind wir auch sehr glücklich. Du denkst doch nicht ernsthaft, dass sie Sex mit Herrn Berg hatte. Was glaubst du denn, warum er sie in sein Hotelzimmer gelassen hat? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hat Vincent Berg sie gezwungen, mit ihm ins Bett zu gehen? Ja, ich habe mit ihm geschlafen. Sie sind so ein Angeber. Wissen Sie was? Machen Sie hiermit einen schönen Tag. Für was für einen Posten bewerben Sie sich hier eigentlich gerade? Ich bin Ihr neuer Art Director. Ach du je. Frau Montag ist wieder in Aktion. Sie Penner! Tut mir wirklich leid, ich... Sind Sie völlig bescheuert? Wir stellen Sie ein und Sie werfen mit Kuchen nach mir? Ach, gehen Sie weg! Ich wollte doch gar nicht Sie treffen, sondern ihn. Hellström. Ja, weil er ist doch an allem schuld. Woran genau, wenn ich fragen darf? Jetzt tun Sie doch nicht so. Erst ruinieren Sie mir mein Outfit, wohlgemerkt nicht einmal, sondern zweimal hintereinander. Und dann sorgen Sie dafür, dass ich zu spät zu meinem Termin erscheine. Und nur damit Sie Bescheid wissen. Ich sehe nur so aus, weil Sie mich nass gespritzt haben. Ihre Bemerkung, dass ich mich umziehen soll, war also völlig unangemessen und frech. Was ist denn hier passiert? Fliegende Patisserie. Das war ein Versehen. Sie hat eine Torte nach mir geworfen. Es war ein Törtchen. Scheißegal. Sie sind jedenfalls gefeuert. Aber sie wollte doch wirklich mich treffen. Ich hatte es bestimmt verdient. Sehr edel von Ihnen, aber nicht Ihr Problem. Was Ihre Bewerbung angeht, Sie hören von uns. Alles klar, bis dann. Ich denke, ich gehe mich mal frisch machen. Regelst du das? Gern. Es tut mir wirklich leid. Mir auch, aber das ändert leider nichts an den Tatsachen. Das mit dem Vertrag hat sich erledigt. Wir haben keine Verwendung für eine Buchhalterin, die mit Gebäck um sich wirft. Überraschung für mich. Das ist ja schön. Oh nein, Hermann, nicht! Nicht, wenn du mir jetzt schon verrätst, was ist denn das dann für eine Überraschung? Ja, gut. Ich freue mich auch. Also ich komme morgen Nachmittag und dann feiern wir meinen Geburtstag. Gut, schön. Tschüss, tschüss. Was wird das denn? Lachslasagne. Nein, ich meine, dass Sie hier so rumlaufen, ohne Krücken. Sie sollen Ihren Knöchel schonen. Ich war beim Arzt. Ich bin offiziell wieder voll einsatzfähig. Ah, na, das klingt doch gut. So. Den kleinen Max lassen wir noch stehen hier. Ist gerade eingeschlafen. Das ist vielleicht ein Hühnerstall da bei denen. Ich hoffe, dass sich Dana und Jessica bald wieder verstehen. Ja. Die kriegen sich schon wieder ein. Ganz bestimmt so. Ich übernehme die beiden Scheißerchen jetzt mal. Sehr gut. Dann kann ich die auch gleich mit zu Jessicas Krankenhaus nehmen. Hm? Wie geht's dir denn nach Ihrer OP? Ach, Unkraut vergeht nicht. Übrigens, könnte ich vielleicht morgen Nachmittag freikriegen? Morgen? Das ist schlecht. Ich muss den ganzen Tag arbeiten. Ach so, und Sie können mich vielleicht ein bisschen früher Feierabend machen oder so? Also normalerweise schon. Aber gerade morgen. Also ich muss erst mal wieder reinkommen. Außerdem ist morgen Vickys... nee, es geht nicht. Tut mir leid. Das muss ein Missverständnis sein. Das glaube ich auch mittlerweile. Ich meine das mit der Buchhalterin. Ich habe mich gar nicht als Buchhalterin bei Ihnen beworben. Sondern? Für den Ausbildungsplatz im Bereich Modedesign. Aber Sie haben doch eine Ausbildung im Bereich Finanzbuchhaltung. Ich habe mir doch gerade noch Ihre Unterlagen angesehen. Sie haben gute Referenzen. Das stimmt, aber ich habe schon immer davon geträumt, Mode zu entwerfen. Aha. Und als ich Ihre Anzeige gesehen habe, da habe ich gedacht, das ist meine Chance. Ich packe die Gelegenheit beim Schopf und wage einen Neuanfang. Und werfe gleich bei der erstbesten Gelegenheit dem Vorstand des Unternehmens eine Torte an den Kopf. Ein Törtchen. Wissen Sie, das mag jetzt komisch klingen, aber wir schätzen es in diesem Unternehmen generell nicht, wenn unsere Mitarbeiter mit Dingen um sich werfen. Es wird ganz bestimmt nicht wieder vorkommen. Da haben Sie ausnahmsweise recht, es wird nämlich keine weitere Zusammenarbeit geben. Aber es tut mir leid, wenn unsere Personalabteilung Ihre Unterlagen durcheinander gebracht hat. Das ändert aber auch nichts daran, dass wir keine Verwendung für Sie haben. Weder in der Buchhaltung noch sonst wo. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen.
Graf Lahnstein vergnügt sich mit Prostituierter, während seine Frau im Koma liegt. Scheint ja doch was dran zu sein an den Gerüchten. Sonst würdest du dich auch sofort verklagen, oder? Also ich würde das tun, wenn jemand sowas über mich schreibt. Tut aber niemand. Und jetzt würde ich gerne in Ruhe weiterarbeiten. Mama, wie geht's dir? Die Schwester hat mir eine Zeitschrift gegeben, so ein Klatschblatt. Du bist da drin. Ich kenne den Artikel. Das stimmt doch nicht, was die da schreiben, oder? Dass Mama, du. Hör zu. Schmeiß die Zeitschrift weg. Da stehen nur Lügen drin. Als ich dich damals in der Arbeit besucht habe, da hat diese Arbeitskollegin von dir schon mal so eine Äußerung gemacht, dass du für Geld mit Männern schläfst. Diese Frau ist einfach nur neidisch, weil ich ihr gute Arbeit abliefere. Und sie hat scheinbar nichts Besseres zu tun, als über andere herzuziehen. Ich bin keine Prostituierte. Ansgar und ich, wir sind hier zusammen. Er will sich von seiner Frau scheiden lassen. Und einige Kolleginnen haben damit scheinbar ein Problem. Deshalb streuen sie diese Gerüchte. Ihr seid jetzt so richtig ein Paar? Warum erzählst du mir da nichts darüber? Ich wollte sie sagen. Persönlich. Beim nächsten Besuch. Ich freue mich so für dich. Danke, Mama. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Ich melde mich später wieder, ja? Ist gut. Also dann. Diese Frau war völlig wahnsinnig. Andererseits kein Wunder. Ich meine, wer trägt schon Unterwäsche mit dem Wochentag drauf? Entschuldige mal, ich war nicht mit ihr im Bett. Sie hat sich bei uns auf der Toilette umgezogen. Und Selbstgespräche geführt dabei. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wo ich auf die Schnelle jemanden für die Buchhaltung herkriegen soll. Ich wünsche, das wäre unser einziges Problem. Graf Lahnstein vergnügt sich mit Prostituierter, während seine Frau im Koma liegt. Diese Arschlöcher werden sowas von verklagt. Auf welcher Grundlage? Klingt bitter, aber ist leider die Realität. Eine Schlammschlacht mit der Presse wird nicht dafür sorgen, dass LCL wieder auf die Füße kommt. Wir müssen die Negativschlagzeilen ersetzen. Was wir brauchen, ist ein Comeback von LCL. Hast du in deiner unendlichen Weisheit auch eine Idee, wie wir das hinkriegen? Mit Hellström. Wir engagieren ihn. Der Typ hat mir in Boko aus der Krise geholfen und die Firma weltweit etabliert. Wir haben Damien Wood. Brauchen wir wirklich einen Art Director? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, Wood ist ein guter Designer. Andererseits können unsere Kreativlinge schon jemanden gebrauchen, der sie in die richtige Richtung lenkt. Sag's doch gleich, wir brauchen einen Ersatz für Tanja. Und zwar jemanden, der nicht nur seine eigene Kollektion rausbringen will, sondern jemanden, der eine Vision für die Firma hat. Was wisst ihr denn über diesen Hellström? Außer, dass er eine Modenschau in einem Schloss aus Eis organisiert hat, was zugegebenermaßen ziemlich beeindruckend ist, ja? Gib mir eine Stunde, weiß ich mehr. Okay, in der Zwischenzeit löse ich das Problem mit der Buchhaltung. Cent fehlen. Weißt du was, geschenkt. Danke. Kein Thema, ich war auch schon häufiger blank. Heute Morgen hat mir eine Frau einen Euro geschenkt. Ich dachte, ich wäre obdachlos. Bin ich nicht. Selbst wenn shit happens, hä? Oh, der ist fantastisch. Besser als in dem Laden auf der 82. Wie, quatschst du von der Konkurrenz in deinem Hafen, oder was? Ich quatsch von New York. Oh, New York. Also willst du sagen, dass meine Burritos besser sind als die von den Abis, ja? Ich würde dich ja glatt zum Gratisstammkunden machen, aber ich kann es mir gerade nicht leisten. Lass mal, bin bald wieder flüssig. Ich hatte gerade ein Vorstellungsgespräch. Ja, ich habe dich eben bei LCL rauskommen sehen. Weißt du, meine Frau arbeitet da auch als Designassistentin. Also gerade nicht, aber bald kommt wieder so eine Modedesigner-Koryphäe-Dings da und dann... Bist du dieser Wood? Damien Wood ist Modedesigner. Ich habe mit Design nichts am Hut. Zeichen konnte ich auch noch nie. Ich bin Art Director. Art Director, ja. Und was macht so ein Art Director so?
Ich entwickle eine Vision und der müssen dann alle folgen. Ja, klingt doch ganz toll. Was ist, wenn keiner folgen will? Dann sieht's düster aus. Für LTL. Der Laden hat seine beste Zeit hinter sich. Also bist du der Held, der da hergeritten kommt, um den Kahn aus dem Dreck zu ziehen? So sieht's aus. Ja, und wenn ich dann an Kleingeld denke, dann zieht ihr euch gegenseitig aus dem Dreck, hm? Ja, geht mir nichts an. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns häufiger sehen. Ich bin Emilio. Hi. Tore. Guten Appetit. Lass dir schmecken. Danke. Schwesterchen, ich bin's, Caro. Ruf mich doch so schnell wie möglich zurück. Ich hab's total verbockt. Mein Job ist weg, bevor ich überhaupt angefangen habe. Dabei ist es nicht mal der Job, den ich eigentlich haben wollte. Aber der ist auch weg. Also, beide sind weg. Mann, ich habe mich so gefreut auf diese Chance. Und jetzt? Jetzt ist alles kaputt. Und das alles nur wegen so einem blöden Kerl. Es darf doch gar nicht wahr sein, dass ein einzelner Mensch einen so in den Verstand bringen kann, oder? Oder? Na, ruf mich einfach zurück, okay? Drückst du meine Anrufe weg? Eva, diese Presseidioten. Ich mach die fertig. Und wenn du willst, dann... Diese Idioten von der Presse sind mir doch völlig egal. Meine Mutter hat angerufen. Ich habe sie angelogen. Schon wieder. Es ist besser, wenn sie die Wahrheit nicht kennen. Sicher ist es besser. Ihre einzige Tochter, eine Nutte. Die kriegt doch einen Herzinfarkt. Du kennst Mama nicht. Die hasst Lügen. Mehr als alles andere. Und wenn die rauskriegt, dass diese Typen auch noch die Wahrheit schreiben, das bringt sie um. Eva. Fahr nach Hause. Nein, was macht das denn? Hey, du hast mehr für diesen Laden getan, als diese ganzen Kasper da draußen. Jetzt komm schon, ich ruf den Wagen, okay? Das ist mein Mann, da muss ich kurz rangehen. Hermann, du, ich habe schlechte Nachrichten, ich krieg morgen nicht frei. Aber pass auf, ich habe mir überlegt, du könntest doch hierher kommen. Ja, dann läufst du eben ein bisschen in der Stadt rum, bis ich Feierabend habe. Du, Düsseldorf ist richtig nett. Oh, ist ja gut, Scheißerchen, geht gleich los. Naja, dann kommst du halt abends. Ach, Hermann. Hermann, du hast es nicht hingekriegt, mich zu besuchen, als ich krank war. Dann kannst du doch jetzt... Ja. Ist gut. Nö. Nö, alles in Ordnung. Ich muss jetzt Schluss machen. Bis dann. Tschüss. Jungs, wisst ihr was? Wenn ihr mal verheiratet seid, dann gebt eurer Frau bloß nicht das Gefühl, dass ihr Geburtstag keine große Sache ist. Ach, für wen sind die denn? Alles Gute zum Geburtstag. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und, hat deine Eva die Schlagzeilen schon gelesen? Hat sie. Ich habe sie gerade nach Hause geschickt. Gibt es noch Sahnetörtchen? Sehr witzig. Was hast du rausgefunden? Tore Hellström, mein echter Selfmade-Man, hat so ziemlich alles gemacht, vom Schlachter bis zum Tellerwischer. Bis er seine wahre Berufung durch einen Job in einer Modefirma gefunden hat. Wo er herkommt, ist anscheinend unklar. Noch nicht mal das Internet weiß, was er getrieben hat, bevor er 17 war. Er hat in verschiedenen Firmen als Art Director gearbeitet und ist nirgendwo lange ausgehalten. Es gibt 4 Zahlen, die in Bezug auf ihn interessant sind. 6 ist die Anzahl der Firmen, die er aus den roten Zahlen geführt hat. Und jede dieser Firmen kann bis heute steigende Bilanzen vorweisen. Das heißt, seine Konzepte sind keine Eintagsfliegen. 1 ist die Anzahl der Kündigungen, die er kassiert hat.
Er soll vorgeschlagen haben, dass die Chefdesigner einer bekannten Modefirma nackt und mit roter Farbe beschmiert über den Laufsteg wandern. Seine Ideen sind ausgefallen und skandalös. Und auf jeden Fall setzen sie Trends. 2 ist die Anzahl der Jahre, die er untergetaucht ist. Zwischen 2011 und 2013 gibt es nichts über ihn, nada. Und jetzt taucht er ausgerechnet bei uns wieder auf. Was denkst du? Kreative Pause. Das machen solche Freaks ständig. Du bist also dafür, dass wir ihn einstellen? Naja, wir brauchen ein neues Konzept. LCL ist nicht gerade eine Firma, die für Gleichförmigkeit und Langeweile steht. Wenn der Kerl schon neue Trends setzt, dann soll er es wenigstens bei uns tun. Trotzdem, 2 Jahre untergetaucht, ich weiß nicht. Ihr habt noch nicht nach der 4. Zahl gefragt. Was ist denn die 4. Zahl? 8. Die Zahl der Wochen bis zu den Fashion Days. Hellstrom ist dafür bekannt, dass er intuitiv und vor allem schnell arbeitet. Also, holen wir ihn ins Boot und hauen wir alle vom Hocker. Und damit wäre auch das Pelzdesaster und die Nuttennummer vom Tisch. Hey, na, gibt's was zu feiern? Willst du was trinken? Kaffee bitte. Nee, im Gegenteil. Hätte nicht schlimmer laufen können. Wieso, was ist passiert? Will nicht drüber reden. Normalerweise erzählen die Gäste mir immer ihre ganze Lebensgeschichte, bevor sie was bestellen. Kennst du das? Du triffst jemanden, der dich innerhalb von einer Sekunde so auf die Palme bringt, dass du dein ganzes Benehmen schlagartig vergisst. Mhm. Klarer Fall von sexueller Anziehung. Nach spätestens 24 Stunden landet man in der Kiste. Bitte was? Mit dem? Nee, da ist rein gar nichts sexuell. Total unsexuell oder antisexuell, falls es sowas überhaupt gibt. Sex mit dem, das, wenn ich nur daran denke. Viel lieber würde ich jetzt... Also, normalerweise würde ich nicht fragen, aber wir kennen uns ja jetzt immerhin schon ein bisschen. Sag einfach, wenn ich dir zu weit gehe, okay? Aber ich würde jetzt am liebsten... Ich bin vergeben. Emotional wie sexuell. Ich wollte fragen, ob ich die Gläser spülen darf. Ja, bitteschön. Danke. Gerne. Wenn ich aufräume, dann ist sofort wieder Ordnung in meinem Kopf. Ja, und wie soll es jetzt weitergehen? Ich suche mir wieder einen Job als Buchhalterin. Das habe ich gelernt, das kann ich, das macht mir auch Spaß. Ja, aber das ist nicht dein großer Traum. Nein, aber es kann ja nicht jeder seinen Traum zum Beruf machen. Dann wären ja alle Leute Popstar oder Supermodel. Und dieser Reinfall heute, das war vielleicht einfach ein Zeichen. Fragt sich nur, was für eins. Ich bin Supermodel. Also zumindest ab und zu. Und vor 5 Jahren hätte ich das auch nie geglaubt. Was ich damit sagen will, ist, gib nicht so schnell auf, Caro Schulz. Elisabeth? Ja? Warum tust du dir das an? Wie meinst du das? Ja, schließlich ist es ja offensichtlich, dass Eva mit dem Mann Sex hatte, in den du drauf und dran warst, dich zu fühlen. Stopp. Das zwischen mir und Berg, das war rein platonisch. Mag sein. Trotzdem merke ich, dass es dich beschäftigt. Vielleicht bist du auch ein klitzekleines bisschen... Ich bin nicht einfach... Was machen Sie denn schon hier? Naja, nach der heutigen Schlagzeile hielt es Ansgar für das Beste, wenn ich nicht arbeite. Morgen ist das bestimmt schon alles vergessen. Ist mir egal, was die Leute denken. Für mich ist es nur unerträglich, dass es auch die Leute betrifft, die mich lieben. Die sich um mich sorgen. Darüber sollten Sie nachdenken, bevor Sie einen derartigen Beruf ergreifen. Haben Sie ein Problem mit mir? Ich? Nein. Ja, in den Schlagzeilen habe ich ein Problem. Ich habe eine Versammlung einberufen in einer halben Stunde. Kann ich mit dir rechnen? Natürlich. Soll ich auch kommen? Nein, nur die Familie. Du bist überhaupt nicht eifersüchtig, ne? Hey, einmal aufs Klo.
wenn sie nichts trinken, kostet das 50 Cent Anweisung von oben. Aber die Gesetzeslage ist da anders. Ein Gastronom... Sie schon wieder. Neuer Job? Den alten haben sie mir ja vermasselt. Heißt das, Sie haben die Stelle nicht bekommen, weil Sie mit Sachen um sich geworfen haben? Sie haben mich doch dazu provoziert. Ziehen Sie sich mal was Vernünftiges an, sonst verwechselt man Sie vielleicht noch mit einer Obdachlosen. Dabei haben Sie mir mein Outfit ruiniert, indem Sie mir erst einen Euro in den Kaffee geworfen haben. Moment mal, Sie haben mir zuerst einen Euro in den Kaffee geworfen. Da dachte ich auch noch, dass Sie obdachlos sind. Und dann wollten Sie das Geld nicht mal zurückgeben. Jetzt werfen Sie mir Geld in den Kaffee, dann wollen Sie es wiederhaben. Schämen Sie sich eigentlich nicht, Geld anzunehmen, das eigentlich für einen armen Menschen gedacht war? Ich habe Ihnen den Euro doch zurückgegeben. Ja. Und mich dann mit dem Motorrad nass gespritzt. Und wegen Ihnen bin ich zu spät gekommen und habe einen schlechten Eindruck gemacht. Ich glaube, den schlechten Eindruck haben Sie eher hinterlassen, weil Sie Ansgar von Lahnstein eine Torte in die Fontanelle geballert haben. Das war ein Törtchen. Gibt's davon ein Foto? Leider nein. Ey, das ist nicht witzig. Ich bin arbeitslos. Hören Sie, es tut mir wirklich leid. Vielleicht kann ich Sie als Entschuldigung auf ein Getränk einladen. Das heißt, wenn ich anschreiben lassen darf. Klar. Hier, den können Sie anscheinend wirklich gut gebrauchen. Hellström? Hallo, Herr Hellström. LCL Marlene von Lahnstein ist am Apparat. Hallo. Ich glaube, ich weiß, wer das gerade war. Du bist schon wieder auf der Palme. Der blonde Engel. Ich wusste, dass Ihre Abfuhr Ihnen schnell leid tun wird. Hätten Sie wohl gerne. Sind Sie schon weit weg? Für ein Date mit Ihnen komme ich jederzeit zurück. Ja, ein Date mit den Chefs. Die Herren von Lahnstein würden gerne noch mal mit Ihnen reden. Tja, kein guter Satz für Sie, aber immerhin. Ich bin gleich da. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Hey. Hey. Stimmt, dass Ansgar wurde mit einem Törtchen beworfen? War nicht dabei, aber ich habe auch gehört, dass er was abbekommen hat. Denkst du an Mamas Geburtstag? Ich dachte, alle hätten ihn vergessen. Spinnst du? Ich kann an nichts anderes denken. Papa hat ihn überhaupt nicht erwähnt. Das ist auch Papa. Er frisst alles in sich rein und hofft, dass der morgige Tag ganz schnell vorbeigeht. Marlene, ich will morgen nicht alleine sein. Vielleicht könnten wir zu Mama auf den Friedhof sie besuchen und danach... Ein Spieleabend? Papa ist gerade bei Dana auf dem Gestüt. Ich rufe ihn mal an. Dr. Ü, sofort in Notaufnahme. Dr. Ü, bitte. Biggie, du kannst ja wieder laufen. Ach, hallo. Du, hier hatte jemand Sehnsucht nach seiner Mama. Oh. Hallo, mein kleiner Schatz. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das mit meinen Pflegekindern gewuppt habe. Du kriegst doch alles gewuppt. Sag mal, wieso bist du eigentlich nicht in deinem Zimmer? Ich habe einen Arzttermin. Außerdem soll ich mich mal wieder ein bisschen bewegen. Und du bewegst dich doch gar nicht. Na, hör mal, ich bin den ganzen Gang hier entlang gewatschelt. Dann musste ich mich erst mal ein bisschen ausruhen. Aha. Und auf was ruhst du dich da aus? Weiß nicht, was du meinst. Wird das ein Schal? Ja, du blöde Kuh. War dein Geburtstag. Ach was, du strickst für mich? Ich versuche es zumindest. Oh Gott. Und Hermann kriegt seinen Hintern nicht mal nach Düsseldorf bewegt. Was, der kommt nicht? Mm-mm. Und warum grinst du dann so? Eben war ein Kurier an der Tür mit einem riesengroßen Blumenstrauß. Von wem? Keine Ahnung. War keine Karte dabei. Aber der Kurier hat mir zum Geburtstag gratuliert. Obwohl mein Geburtstag ja jetzt erst morgen ist. Meinst du, der ist für mich? Wen denn sonst? Vielleicht ist er von den Wolfs. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Da ganz in der Nähe, in einem Club namens No Limits. Netter Laden. Wir haben Sie hergebeten, weil wir uns für die Vision interessieren, die Sie für LCL haben. Die bekommen Sie, sobald ich einen Vertrag habe. Vergessen Sie es. Wir machen keine Verträge auf gut Glück. Sie haben jetzt die Möglichkeit, uns von Ihrer Vision zu überzeugen. Ansonsten Dankeschön für Ihr Kommen. Was verkaufen Sie? Ey,
exklusive Oberbekleidung? Falsch. Sie verkaufen ein Lebensgefühl. Unser aktuelles Lebensgefühl beschränkt sich gerade auf die Worte Nutte und Koma. Auf genau diesen Begriffen bauen wir die neue Kollektion auf. Für Sie sind diese Schlagzeilen ein Skandal. Für mich sind sie das neue Motto von LCL. Es geht um Gefühle. Verbotene Gefühle. Menschen dazu zu bringen, die Regeln zu brechen. Sich selbst zu verwirklichen, auch wenn die ganze Welt dagegen ist. Dem verbotenen Gefühl zu folgen. Das Prickeln zu spüren, wenn man sich der verbotenen Frucht nähert. Mit diesem Konzept hat man der ganzen Welt einen Glauben verkauft. Eine Religion darauf aufgebaut. Und das Konzept funktioniert heute noch besser denn je. Denn obwohl wir wissen, dass wir das Paradies verlieren können, verzehren wir uns doch innerlich irgendwie immer nach dem verbotenen Apfel. Also tun wir nicht so, als sei LCL ein Laden voller Werte und Moral. Nein. LCL ist die verbotene Frucht. Und ich garantiere Ihnen, wenn Sie mich als neuen Art Director einstellen, dann sorge ich dafür, dass die ganze Welt von dieser verbotenen Frucht kosten will. Ist okay. Marlene hat mich übrigens eben angerufen. Also sie und Kim, sie würden gern was machen. Mit uns morgen. Mit uns und Tommy, natürlich. Aha. Wir dachten an eine Feier. Wir könnten zusammen was essen, ein paar Spiele spielen. Eine Feier? Ja, wäre doch schön, wenn wir nicht allein sind morgen und zusammen an Mama denken. Ich muss arbeiten morgen. Und danach? Dana. Ich halte es für keine gute Idee, den ganzen verdammten langen Tag damit zu verbringen, an Mama zu denken. Und daran zu denken, dass sie tot ist. Ja, aber es wäre doch schöner, als allein zu sein an dem Tag und... Ihr könnt ja gern feiern. Bitte. Aber ohne mich. Vielen Dank für Ihre Vision. Wir werden uns auf jeden Fall morgen bei Ihnen melden. Das sollen Sie dann aber schnell tun. Sie haben auch noch andere Angebote. Warum wollen Sie dann unbedingt zu uns? Ein Unternehmen, das Ihrer Aussage nach dem Untergang geweiht ist. Aber deswegen, ich will eine richtige Aufgabe. Unternehmen zurück aufs Parkett zu führen, das ist ein Gefühl, das ist eigentlich das Gefühl, was mich am Leben erhält. Noch was. Ja? Sie haben ja einen ziemlich beeindruckenden Lebenslauf. Nur tauchen die letzten beiden Jahre daran nicht auf. Kreative Auszeit. Was haben Sie in der Zeit gemacht? Ich warte morgen früh auf Ihren Anruf. Von mir aus können wir das auch jetzt schon klären. Wir bieten Ihnen einen Exklusivvertrag. Für ein Jahr. Wenn Sie nicht halten, was Ihre große Klappe verspricht, sind Sie ganz schnell wieder draußen. Ich halte immer, was meine große Klappe verspricht. Sebastian hat offensichtlich keine Lust, mit Ihnen Tee zu trinken. Hauptsache, er stimmt Hellströms Einstellung zu. Nein. Die Hauptsache ist, ihr habt diesen Mann gründlich unter die Lupe genommen. Böse Überraschung hatten wir in letzter Zeit genug. Wenn das eine Anspielung auf Eva sein soll. Ja, das soll eine Anspielung auf Eva sein. Hier. Solche Schlagzeilen müssen wir stoppen. Das schadet der Firma. Was geht Sie denn die Firma an? Auch als Familie können wir uns das nicht leisten. So. Und das entscheiden jetzt Sie, was wir uns als Familie leisten? Ich finde es jedenfalls falsch, zum jetzigen Zeitpunkt Frau Baumann hier auf dem Schloss zu haben. Das ist doch wahr hier. Presse schreibt doch die Wahrheit. Ansgar ist immer noch mit Tanja verheiratet, die im Koma liegt. Aber hier lebt er mit einer Prostituierten zusammen. Wenn das nicht geschmacklos ist, ich weiß nicht.
In etwa so geschmacklos wie diese Familie vor dem Ruin zu retten. Na, über Mittel und Wege lässt sich ja wohl streiten. Ich wusste es doch. Sie sind eifersüchtig. Weil sie ein Auge auf Berg geworfen hat. Eifersüchtig? So ein Blödsinn! Wissen Sie was, Ihre Doppelmoral, die kotzt mich dermaßen an. Sie haben die Geschäfte mit Berg angezettelt. Und Sie haben Eva eingestellt, obwohl Sie ganz genau wussten, wie Sie Ihr Geld verdienen. Also kommen Sie mir doch bitte nicht mit Doppelmoral. Wie auch immer, sie wird Königsbrunn verlassen. Zeigen Sie. Als Sie mich vor Berg beschützt haben, habe ich Sie für Ihren Mut geschätzt. Aber diese Eifersucht ist nichts weiter als klein und billig. Sie sollten sich schämen. Wir gehen. Linse, es ist schon wieder passiert. Die Familiensitzung ist eskaliert. Königsbrunn ist doch gerettet. Warum feiern die nicht? Offenbar war Frau Baumann in die Rettung involviert. Naja, und der Gräfin sind wahrscheinlich die Wege und Mittel, um den Sieg zu erringen, zuwider gewesen. Oh Gott. Oh, wir müssen übrigens befürchten, dass an den Gerüchten um Frau Baumann etwas dran ist. Sie ist also wirklich... Nein, sprich es nicht aus, Linse. Wir wissen von nichts. Das macht dir wohl gar nichts aus. Also ich mag gar nicht daran denken, was die arme Gräfin denken mag, wenn sie sich in Anwesenheit dieser Person befindet. Diese Person hat uns gerettet. Wir müssen ihr alle dankbar sein. Du auch. Die Dinge sind fast so lecker wie sie. Es gibt nur einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen Dingern und mir. Ja? Diese Dinge können Sie haben, mich nicht. Eines Tages werde ich Sie knacken. Ja, am Sankt-Nimmerleins-Tag. Der ist nicht heute. Spinner. Sie haben den Job also gekriegt. Ich gehe immer, was ich will. So was kann auch nur jemand wie Sie sagen. Nix. Wenn ich mich direkt vor Sie stelle und mich nicht bewege, dann treffen Sie mich vielleicht. Reine Energieverschwendung. Caroline Schulz, ich würde gerne meine Unterlagen abholen. Ich brauche sie, wenn ich mich noch woanders bewerben will. Schulz, ja, die müssten hier irgendwo sein. Sekunde. Sie sind schon, wo Sie sich bewerben wollen? Nein, aber mir ist jede Firma recht, in der Sie nicht arbeiten. Da haben wir sie ja. Das ist allerdings eigenartig. Auf Ihren Unterlagen ist ein Vermerk für eine Frau Montag. Das bin ich. Also nicht ich. Ein Scherz, auf dem man hier offensichtlich immer noch herumreitet. Ja, jedenfalls sollen Sie noch mal ins Büro von Sebastian von Lahnstein kommen. Allerdings ist er gerade in der Besprechung, wenn Sie also noch einen Moment warten würden. Aber warum? Vielleicht stellt er sie ja doch ein. Angeblich war ja alles meine Schuld. Ist es auch. Sebastian von Lahnstein ist Anwalt. Wahrscheinlich verklagt er mich, weil ich seinem Cousin ein Törtchen an den Kopf geworfen habe. Oder er verleiht Ihnen einen Orden. Ansgar von Lahnstein ist wesentlich Schlimmeres gewohnt, glauben Sie mir. Was will er dann? Biggie, du willst nur nicht feiern, weil du immer nur an andere denkst. Aber dieser Blumenstrauß, der schreit doch förmlich nach, hey, wir denken an dich und wollen mit dir abhotten. Ich könnte ja einen Kuchen backen. Ja, gib mal so richtig Gas. Ich kann auch eine richtige Party machen mit Sekt und Schnittchen und so. Perfekt. Ich hoffe, die entlassen mich bis morgen. Ja, hoffe ich auch. Ist doch eigentlich eine ganz schöne Idee, oder? So eine kleine Party. Geh nicht. Du hast deine Familie doch gehört. Ich habe das Geschnatter einer aufgeblasenen Gans gehört. Aber sie hat doch recht. Wir können so nicht weitermachen. Eva, ich habe dich viel zu oft verloren. Ich lass dich jetzt nicht gehen. Ansgar, hier geht's nicht nur um dich.
Ich habe Dinge getan, die würden meiner Mutter das Herz brechen. Ja, ich habe es für sie getan. Aber jetzt lüge ich sie ständig an. Ich erkenne mich nicht mehr wieder. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier bleibe, dann werde ich immer weiter in diesen Strudel von Lügen gezogen. Ich muss hier raus. Ich verlasse Königsbrunn. Nicht dich. Eva. Hey. Wenn du jetzt gehst, ist das der größte Fehler, den du machen kannst. In dem Moment, in dem du Königsbrunn verlässt, erlaubst du der Presse, dein Leben zu kontrollieren. Geh nicht. Gerettet. Die Presse lauert schon. Gib ihr noch zwei Tage. Das andere Schlagzeilen. Du bist langweilig für sie. Das ist deine Taktik? Warten, bis du langweilig bist? Funktioniert oft besser, als man denkt. Ich komme mir vor, als würde ich mich nur noch taktisch verhalten. Als wäre ich gar nicht mehr wirklich ich. Eva, manchmal ist das eben so. Aber so bin ich nicht. Ich verstecke mich nicht vor der Presse, sondern vor der Wahrheit. Dabei muss ich mich nicht schämen. Das weiß ich doch. Aber statt mich dem zu stellen, lüge ich meiner Mutter ins Gesicht. Das ist der wahre Grund, warum ich mich schäme. Und jetzt? Ich will endlich die Wahrheit sagen. Ich gebe vor der Presse ein Statement ab. Danach werde ich meine Mutter anrufen. Was soll das? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich will nicht feiern. Aber Sie haben mir doch die Blumen geschickt. Ihre Lieblingsblumen. Ich habe einen Dauerauftrag eingerichtet. Immer einen Tag vorher. Damit ich Ihren Geburtstag nicht vergesse. Oh, das heißt, Ihre Frau hätte morgen Geburtstag gehabt? Offenbar am gleichen Tag wie Sie. Oh Gott, das ist ja wirklich ein saublöder Zufall. Ja, das kann man wohl sagen. Deswegen wollten Sie frei haben, um zu feiern. Ach, und Sie wollten deswegen arbeiten? Wenn Sie immer noch feiern wollen, dann bitte. Nein, nein, also ich habe aus meinem Geburtstag bisher noch nie eine große Sache gemacht und dann muss ich jetzt ja wohl nicht damit anfangen. Das Zeug kommt alles weg. Entschuldigung, die Dame am Empfang hat mir gesagt, dass ich mich noch mal melden soll. Mein Zug geht in einer halben Stunde. Das ja, heißt, es geht um Folgendes, Frau Montag. Mein Name ist Schulz. Entschuldigung. Also, wenn es um das Törtchen geht, dann... Ach, Sie waren das. Ich weiß zwar nicht, worum es ging, aber er hat es auf jeden Fall verdient. Also, wollen Sie mich nicht verklagen? Nein, ich will Sie fragen, ob Sie doch an dem Job in der Buchhaltung interessiert sind. Wir wären nämlich bereit, Ihnen eine zweite Chance zu geben. In der Buchhaltung? Das ist die Stelle, die ich Ihnen anbiete, ja. Also gut. Schön, dann können Sie sich einen neuen Vertrag am Empfang abholen. Herzlich willkommen, Sie können morgen anfangen, pünktlich. Gut, danke. Ansgar wird darüber nicht sehr begeistert sein.
Ich habe aber keine andere Wahl. Unsere Buchhaltung ist komplett unterbesetzt. Ich finde so schnell niemanden gut. Die Frau ist ein bisschen durchgeknallt, aber sie hat doch gute Zeugnisse. Mir ist klar, dass sie bei der nächstbesten Gelegenheit wieder rausfliegt. Ist mir doch egal, solange sie bis dahin unsere Buchhaltung auf Vordermann bringt. Und das wird sie wohl hinkriegen. Frau Montag, was gibt es denn noch? Ich weiß, dass ich einen schlechten Start hier hatte. Und es tut mir wirklich leid. Aber ich bin eine gute Buchhalterin. Ich werde den Laden nicht nur auf Vordermann bringen, sondern Ihnen auch noch eine Menge Geld sparen. Ich bin mir sicher, dass Sie mich so schnell nicht wieder gehen lassen werden. Sind Sie ganz sicher? Sind wir ganz sicher? Ansgar, entweder du lässt es mich auf meine Weise machen, oder ich gehe. Wir sind ganz sicher. Dann werden wir die Herrschaften einmal hereinlassen. Was ist dran an den Gerüchten über Ihre neue Geliebte? Was sagt Ihre Familie zu Ihrer neuen Partnerin? Ein bisschen Zurückhaltung, ja? Vielen Dank. Ich möchte eine Erklärung abgeben. Die Gerüchte über meine Vergangenheit stimmen. Ich habe für einen Escort-Service gearbeitet. Aus privaten Gründen, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Aber ich kann Ihnen versichern, dass dieser Teil meines Lebens hinter mir liegt. Was vor mir liegt, ist ein Leben an der Seite von Ansgar von Lahnstein. So ist das manchmal im Leben. Man verliebt sich in einen verheirateten Mann. Auch auf dieses Thema möchte ich nicht weiter eingehen, da alles Weitere eine Angelegenheit der Familie ist. Ja, ich denke, das waren genug Schlagzeilen für heute. Sie wissen ja sicherlich noch, wo der Ausgang ist. Vielen Dank. Ja, das lief doch ganz gut. Jetzt muss ich nur noch die richtigen Worte finden, um alles meiner Mutter zu erklären.